Hubschrauber Schnellwissen. Ja, was können wir denn da machen beim Flugfunk, wenn wir mit den Göttern aus dem Tower funken sozusagen, die Unerreichbaren, Unnahbaren, wo man das Gefühl hat, um Gottes Willen, lass mich alles richtig machen, lieber Gott, ja? Weil es dann doch irgendwie doch schon so eine kleine Aufgabe eben ist für den einen oder anderen Piloten. Tja, also beleuchten wir das Thema mal so ein bisschen. Ich erzähle gerne mal so ein bisschen aus der Vergangenheit, wie ich da irgendwie drauf kam, wo ich mich ein bisschen schlau gemacht habe. Und wie man vielleicht als Pilot so ein bisschen besser werden kann. Aber es gibt einfach Sachen, die kann man nicht mehr verbessern. Da muss man dann irgendwie durch. Fangen wir einfach mal vorne an. Also ich finde dieses Tower-Thema unglaublich interessant, weil es einfach die Gruppe Piloten gibt und dann gibt es die Gruppe Tower und irgendwie müssen die miteinander kommunizieren und arbeiten und das machen wir über Funk. Man sieht sich nicht, aber man hat eigentlich nur die Stimme des anderen und beide, also gerade der Tower, ne, der kennt seine Phrasologien, der arbeitet ja in seiner Area und wir kennen im Hubschrauber unsere Phrasologien, wir wollen da dann irgendwie rein. Und jetzt will der eine auf einmal was vom anderen und der eine versteht es nicht. Und was passiert denn dann in diesem Moment eben einfach? Und das ist ja das, wovor die meisten eben Angst haben. Was passiert denn dann, wenn der mir irgendwas fragt oder sagt, was ich machen soll und ich habe keine Ahnung davon? Es sind Menschen, die dahinter stehen. Und mich hat dieses Thema schon immer fasziniert zwischen Tower und Pilot. Und für mich war das Tower-Thema damals so interessant, dass ich gesagt habe, ich will auch mal im Tower arbeiten, weil ich das einfach so interessant finde, die andere Seite kennenzulernen von diesem Job. Und aber so in großen DFS-Tower, da kam ich dann natürlich nicht mehr rein. Da war ich zu alt so damals. Das ist ja schon ein paar Jahre trotzdem her, aber da muss man wesentlich jünger für sein. Also ich glaube, 30 ist irgendwo Schluss, die Grenze. Und ich war Anfang 30 oder sowas. Dann gab es noch die Regionallotsen-Möglichkeit, also für so Flugplätze wie Mannheim, Augsburg. Ne? Das sind so Regionalflugplätze, wo man dann eine andere Pilotenlizenz macht, die ein bisschen kleiner ist. Da hätte ich aber auch nochmal 40.000 Euro in die Hand nehmen müssen. Jo, hab ja gerade so viel Geld für einen Pilotenschein ausgegeben, klar. Das war dann also auch nichts. Und ich bin damals sehr viel in Egelsbach geflogen und habe mich dann da einfach mal beworben. Und dann habe ich da im Tower von Egelsbach gesessen. Und das war für mich super interessant, einfach mal diese andere Seite kennenzulernen. Ne? Was bringt mir als Mensch oben auf dem Tower eine tolle Zusammenarbeit? Was muss der Pilot mir wie sagen, dass ich schnell arbeiten kann? Genauso umgekehrt, ja, mit meinem Pilotenwissen. Was kann ich ihm sagen, dass er mich besser versteht oder da einfach besser vorankommt oder mir die richtigen Informationen liefert, die ich eigentlich haben will? Und wenn er einen Fehler macht, wie ich ihm dann sagen kann, du, nächstes Mal. Machen wir es irgendwie anders oder irgendwie so weiter, ja. Also das finde ich super interessant und das habe ich ein paar Jahre lang gemacht. Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und natürlich ist es einfach so, und das ist, denke ich mal, da spreche ich für viele, die irgendwo im Tower arbeiten, ist es eben einfach so, dass wenn ein Pilot versucht, das Beste daraus zu machen aus dieser Situation und damit ehrlich umgeht, dann ist der Lotse auch bereit, einem da wirklich zu helfen und zu unterstützen, weil er einfach merkt, okay, das ist das Defizit vom Piloten und ansonsten passt das aber eben alles, ja. Und er ist ehrlich zu mir. So, das ist einfach das Wichtige. Und wenn man einfach das Gefühl hat, der erzählt mir hier irgendwas, der Pilot, der hat eigentlich gar keine Ahnung, aber erzählt mir irgendwas, dann verliert ja der Lotse auch so ein bisschen das Vertrauen, weil er einfach sagt, ich habe keine Ahnung, ob der das wirklich da hinten oder da drüben richtig versteht oder nicht. Der fliegt mir hier irgendwas zusammen, ich kann dem sagen, was ich will. Und das ist dann eher das größere Problem, weil dann diese Harmonie einfach nicht gegeben ist. Und dann wird es schwierig. Und im schlimmsten Fall sagt dann, wenn man in der Kontrollzone ist, der Tower, nee, circumnavigate, flieg wieder raus, mach, was du willst, aber bitte nicht bei uns in der Kontrollzone. Und das ist ja eigentlich das, was man vermeiden will. Ja? So als junger, unerfahrener Pilot hat man natürlich, alter, Frankfurter Flughafen crossen, ja, mit super wenig Flugstunden und dann alles auf Englisch und der redet in einer Tour, man traut sich irgendwie gar nicht, diese Millisekunde abzuwarten. Irgendwie, man braucht irgendwie so ein Momentchen länger, bis man mal gedrückt hat. Dann hat schon der Nächste wieder gedrückt. Bam, 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 geht das ja manchmal da hintereinander. Das sind halt echt schwierige Situationen, die unglaublich herausfordernd sein können, ja, in dem Moment. Und wo man dann einfach, ja, fit sein muss. Und wie kann man jetzt irgendwie so eine Fitness erlangen? Das ist ja immer das Problem. Also, wie kann ich mich als Pilot auf so einen Punkt vorbereiten? Und da muss ich einfach sagen, solange man junger Pilot ist, Flugfunkempfänger kaufen, den ganzen Tag zuhören. Sei es bei Verkehrslandeplätzen oder bei internationalen Flughäfen, ganz egal, irgendwo, wo viel Verkehr ist, immer reinhören, die Phrasologien kennenlernen, was erzählen die, was machen die und so weiter. Ne, also den VIFA-Teil, den IFA-Teil, den brauchen ja die meisten erstmal nicht. Sei denn, man macht den gleich mit am Anfang, ne? Das ist wichtig. Und bei den erfahrenen Piloten ist es einfach so, das fand ich so witzig, da hat mein Cousin hat mir eine Nachricht dazu geschrieben über diese Story, die ich gepostet hatte, weil mir geht es ganz genauso und ich denke mal vielen anderen auch. Man erwartet irgendwie was, ja, so eine ganz einfache Antwort und dann bam, 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 kommt da eine Reihe von Informationen zurück.
QNH und die Piste und dies und das und jenes und eine Freigabe und flieg hier hin und mach bitte das. Und denkst, hallo, 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 ich muss das ja noch zurücklesen. Das nimmt dann kein Ende. Das sind dann eigentlich Momente, die man nicht vergisst, wo man aber selber auch als erfahrener Pilot unheimlich in Schwitzen kommt, weil dann einfach so viele Informationen auf einen eintrommeln, die man dann auch zurücklesen muss. Und manchmal sind das ja auch so blöde Zahlenkombinationen. Ja? Welche Pisten sind im Betrieb und das QNH? Und dann hat man einen Zahlendreher drin und dann ist es statt QNH 1007, ist dann die Piste 07. Und also ne? All solche Geschichten kann auch einem erfahrenen Pilot absolut mal passieren. Viele hatten ja auch mir geschrieben, Angst wegen der Verständlichkeit, nämlich das Englische. Ich finde ja, hier in Deutschland ist das Englische meistens ja recht gut noch zu verstehen. Aber wenn ich dann jetzt zum Beispiel nach Frankreich rüberfliege, ne, wo dann die Tower-Lotsen Französisch in erster Linie sprechen und sich dann erbarmen, mal mit uns Englisch zu sprechen, das ist dann manchmal doch schon echt schwierig. Manchmal, muss man echt sagen. Ja. Oder wenn man mal hier amerikanische Flugplätze, auch eine schöne Geschichte, Rammstein kreuzen möchte, ja. Da sitzen ja wirklich die Amerikaner mit dem amerikanischen Slang. Und da muss man sich dann auch erstmal wieder reinfuchsen, wenn der einem was erzählt, so hintereinander, dass man da gut zuhört. Und witzigerweise sagte dann neulich auch eine Lotsin zu mir, Tschüssi! Wo ich dann gedacht habe, warum hast du vorher so einen Slang und jetzt auf einmal geht's dann doch irgendwie, ja? Also man sieht, man kann auch Piloten wie mich durchaus noch kriegen, indem ich nämlich dann einfach irgendwie so einen Tag habe, wo ich sage, ach cool, heute läuft alles, alles wunderbar. Und dann meldet sich manchmal der Tower-Lotse auch echt total locker auf Deutsch statt auf Englisch. Ja? Und dann erzähle ich dem auch irgendwas auf Deutsch. Und dann kommt irgendeine Situation, die nicht vorhersehbar ist. Und der handelt die in Deutsch ab. Und mir fehlt dann auf einmal die deutsche Phrasologie dazu, weil ich mir denke, verdammt, ich mache ja normalerweise das Sprechen immer in Englisch. Da habe ich meine Phrasologien immer total parat. Jetzt kommt das in Deutsch. Ach, wie waren da nochmal die Vokabel vor? Ja, und man soll ja nicht innerhalb der Funksprüche wechseln, immer von Deutsch auf Englisch, wo man dann sagt, hier können wir auf Englisch weitermachen. Keine Ahnung, mir fehlen heute die Wörter dazu. Also auch das gibt es bei Profis, das ist ganz normal. Wir sind alle nur Menschen und machen Fehler in dem Sinne. Und von daher ist es total wichtig, dass man aber auch sagt dem Lotsen, pass mal auf, ich habe ein Problem gerade. Ja, schöne Story. Musste ich mal bei Frankfurter Flughafen, ich glaube, es war das zweite Mal oder das dritte Mal in meinem Leben. Und da war ich also ganz frischer Berufspilot. Und ich kannte so ein bisschen von meinen Kollegen, wo ich mal mit drüber geflogen bin, aber nicht gefunkt habe, so diese Phrasologien, die da so kommen. Welche Punkte gibt es, wo man über Frankfurter Flughafen kommt? Ne? Midfield oder entlang der Autobahn oder über den Threshold, da irgendwie so drüber. Das sind so diese Themen. Und dann hatte ich das auch mal gemacht und dann sagte zu mir, follow Alpha 5. Was in der Welt ist Alpha 5? Saß ich dann da am Hubschrauber drin und keine Ahnung in dem Moment, ja. So, und der hat schon gemerkt an meiner Pause, irgendwas passt da nicht. Hat es nochmal wiederholt, ich habe es dann bestätigt, hatte überhaupt keinen blassen Schimmer, was das in dem Moment war. Ich wollte mir aber mit dieser Bestätigung Zeit verschaffen, um drüber nachzudenken, um zu gucken, habe ich auf der Karte irgendwas übersehen? Was gibt es hier für Möglichkeiten? Was ist Alpha 5? Und zum Glück hatte ich einen coolen Tower-Lotsen, der mich dann nochmal gefragt hat, sagen Sie mal, haben Sie das wirklich verstanden? Und sage ich, nee, irgendwie nicht. So, und das hätte ich schon viel früher sagen müssen. Ja, das fuchst mich übrigens bis heute, dass ich das nicht viel früher gesagt habe. Habe ich gesagt, verdammt, was ist Alpha 5? Aber wenn man junger Pilot ist, dann hat man mit so vielen Sachen zu kämpfen, wo man auch so eine gewisse Scham, kann man das sagen, hat eben einfach, wenn man sagt, verdammt, also, ach ja, irgendwie alles schrecklich gerade in dem Moment. Man will sich am liebsten verstecken. Und er meinte damit einfach nur, folgen Sie der A5. Klar, normalerweise kam da immer Follow the Highway, ja, oder irgendwie so. Aber jetzt kam Follow Alpha 5. Und das sind so Sachen, die dann einfach nochmal einen so ein bisschen ins Boxhorn jagen. Genauso ist es, wenn ich auf dem Tower sitze oder da auf der E-Frequenz in Egelsbach gesessen habe oder auf der Vorfeldfrequenz, da hatten wir mal einen Flieger, da haben wir auf dem Radar schon gesehen, der fliegt ganz viel Blödsinn irgendwie zusammen. Also irgendwie ist er ganz schräg geflogen und hat sich dann gemeldet und war gar nicht in der Position, wo er sich gemeldet hat. Und dann denkt man schon, oh Gott, ja. Und dann lässt man die Leute aber erstmal so gewähren, weil man denkt, na gut, vielleicht hat er sich einfach nur vertan, kann ja mal passieren, wie geht's also irgendwie weiter. Und dann war es irgendwann soweit, dass er im Endanflug auf Egelsbach war, auf die Piste, Richtung Westen. Und dann sagte er auf einmal, Egelsbach Info, ich sehe zwei rote Lampen, darf ich landen? Und dann guckten mein Kollege und ich, wir guckten uns so an, dann so, zwei rote Lampen, was meint er denn? Und dann fragte er nochmal, ich sehe zwei rote Lampen, darf ich landen? Und dann haben wir verstanden, was er meinte. Er meinte das Papi. Und da ist dann ein Moment gekommen, wo ich mir dann denke, kein Wunder, dass der vorher so schlecht geflogen ist, weil wenn der denkt, das Papi ist eine Ampel, ob man landen darf oder nicht, ich weiß ja nicht, ob der Grüne wartet,
keine Ahnung, das ist dann schon ein bisschen schwierig. So, und da sollte man sich auf solche Situationen dann schon besser vorbereiten und sagen, okay, also wenigstens kenne ich so ein paar Grundsachen, aber ja, selbst bei uns in der Rettungsfliegerei ist es einfach so, es gibt immer mal Situationen, wo man sich vielleicht so ein bisschen verfuchsen kann im Wetter und dann mit der Navigation und dann auch noch nachts und alles doof, wo man dann einfach sagt, hier, pass mal auf, lieber Lotse, ich habe hier echt ein Thema, könnt ihr mir irgendwie helfen? Und das sind die Ersten, die sagen, ja klar, überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, die sagen hinterher, das hat mir richtig Spaß gemacht, euch zu helfen. Vielen Dank, dass ihr meine Hilfe gebraucht habt. Die freuen sich auch wirklich darüber. Ja? Und ich finde es auch gut, dass man so zusammenarbeitet, dass die für uns da sind, wenn wir Probleme haben. Genauso wie wir für die Lotsen da sind, wenn die mal ein Problem haben mit irgendeinem anderen Flugzeug, was vielleicht irgendwo fliegt, was wir nicht identifizieren können oder nicht erreichen können. Und wir mal gucken, was dann irgendwie da los ist. So ist das ein Hand in Hand. Ne? Einfach. Und das ist einfach total wichtig. Mir hat auch noch jemand geschrieben, das fand ich übrigens sehr gut, den Einfall. Ich weiß nicht, wer VATSIM kennt, also VATSIM. Und zwar, es gibt ja, wenn man einen Flugsimulator auf einem Rechner hat, kann man sich im Internet da registrieren und anmelden und kann auch reale Flüge auf dem Rechner durchführen, auch in Echtzeit von A nach B und funkt dann auch wirklich mit einem Lotsen. Jetzt niemand, der irgendwo angestellt ist, aber das sind dann genauso Leute wie die Piloten fliegen am Flugsimulator von A nach B und dann gibt es Leute, die interessiert das dann einfach da, wie sozusagen den Tower zu spielen. Teilweise sind das übrigens echte Lotsen. Ich hatte mich da auch vor vielen Jahren mal angemeldet, mit dem man funken kann und da kann man das auch wirklich ganz gut üben. Ansonsten, wie gesagt, kauft euch einen Flugfunkempfänger, hört den Tag über zu, was die Leute da so reden und ihr werdet merken, irgendwann ganz schnell kennt ihr diese Phraseologien, die da einzeln nacheinander drankommen und dann funktioniert das. Einfach wunderbar, ja. Also, nobody is perfect, auch nicht beim Funken. Es gibt Tage, da produziert man auch als Berufspilot nur Müll, weil man irgendwie einen Knoten in der Zunge hat, ja. Der andere weiß trotzdem, was gemeint ist. Und dann gibt es Tage, da läuft es einfach super und das ist bei jedem Piloten ganz genau gleich. Es passieren Fehler. Man darf nie denken, der schießt mir zwischen die Augen, wenn ich da falsch funke. Nein, das sind ganz tolle Menschen, die da wirklich am Tower sitzen. Ich kenne auch sehr, sehr viele übrigens quer durch Deutschland. Und wir haben ja mit Hanna übrigens einen Podcast neulich gemacht. Ne? Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast haben wir mit Hanna, die ist ja jetzt Fluglotsin geworden, auch gerade drüber gesprochen. Und nehmt ihr euch die Zeit, sagt, ich habe es nicht verstanden oder ich brauche Hilfe und die werden sich die Zeit nehmen und helfen. Und auch wenn auf der FIS-Frequenz mal viel los ist, dazwischen funken. Übrigens, ihr müsst bei der FIS-Frequenz nicht Verkehrsinformationen erbitten, weil die kriegt ihr sowieso so oder so automatisch, habe ich von der DFS gelernt. Ja, also, soviel zu dem Thema. Wenn es dazu noch Fragen gibt, sehr gerne unten in die Kommentare. Ihr schreibt dann dazu eine Antwort und vielen Dank schon mal.